In ihrer Ausstellung Brief betreiben die vier Künstlerinnen Raumforschung. Und sie tun das mit ganz unterschiedlichen Mitteln, unterschiedlichen Materialien, immer mit dem Ziel, das Zweidimensionale in das Dreidimensionale überzuführen. Und somit entsteht ein begehbarer Erlebnisraum, Betrachtungsraum für die Besucherinnen und Besucher. Und indem sie sich selbst bewegen, haben sie immer wieder einen ganz neuen Blick auf die einzelnen Komponenten der Inszenierung. Empfangen werden die Besucherinnen und Besucher in der Loggia von einer wild meandernden schwarzen Schleife, einem Metallrohr, das Sandra Kühne durch den Vorraum gelegt hat. Eine Schlaufe, die sich in den Raum der Kunsthalle dann fortsetzt. Dann haben wir die großen Körper von Katharina Anna Wieser. Sie öffnen Räume und schließen sie gleichzeitig. Sie laden ein, dazwischen zu passieren. Und beim Durchgang durch diese Körper wird man der Arbeit von Katrin Hotz ansichtig, die sich über die Wand prominent ergießt. Die wichtigen Entstehungsprozesse des Werkes sind das Einfärben. Das sind mehrere Schichten mit gelber, vanillefarbener Acrylfarbe. Es hat Lack und Seidenmatt. Und im Prozess werden diese Papierbahnen eingefärbt, trocknen, wieder eingefärbt. Und dabei lege ich diese, wenn es noch nicht trocken ist, die Farbe, die Bahnen aufeinander und warte, bis die Farbe ein bisschen eintrocknet und reiße sie wieder auseinander. Ich verknittere das Papier, glätte es wieder mit Einstreichen der Farbe. Die Zeichnung oder die Malerei bildet sich eigentlich selber. Wo ich einen Einfluss nehme, ist beim Collagieren, also beim Hängen, mache ich dann die ästhetische Auswahl. Hier in der Ausstellung Brief zeige ich ein Bild, eine Malerei, die aus drei Elementen besteht. Dazu gehören rote Glasplatten, blaue Plastiktaschen oder Päcklein am Boden und gelb eingefärbte Aluminiumplatten an der Wand. In meiner Arbeit spielt Materialität insofern eine Rolle, dass es jedes der drei Elemente ist eigentlich in zwei Zuständen. Sowohl die Glasplatten, auch diese Päcklein am Boden, da interessiert mich, dass es halb trocken, halb nasser Zustand ist.